Heute gibt es bei mir ein ganz einfaches Rezept für Reis mit Hähnchen süß-sauer. Wie das Ganze genau gemacht wird und was ihr dafür braucht, das seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei! Folgende Zutaten benötigen wir: Porree, Möhren, Tomaten, Ananas, Bambussprossen, Mungobohnen, Keimlinge, Sellerie, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Hähnchenbrustfilet, Gemüsebrühe, Öl, Sojasauce, Honig, Tomatenmark, Paprika und dazu mache ich Reis. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch wie immer in die Infobox. Jetzt gebe ich in eine große Pfanne etwas Öl hinein, erhitze das Ganze. Die Hähnchenbrust, die habe ich zuvor jetzt einmal gewaschen, abgetupft und in Würfel geschnitten. Die kommt jetzt hier mit dazu. Die Hähnchen wird jetzt rundherum einmal angebraten. Dann wird mit Salz und Pfeffer gewürzt. Das Fleisch nehme ich jetzt hier aus der Pfanne und dann mache ich mit dem Gemüse weiter. Jetzt gebe ich in die Pfanne das ganze Gemüse rein, das heißt die Möhren, Porree, Sellerie, Tomaten und Paprika. Das Gemüse wird jetzt in der Pfanne einmal angebraten, so für ca. 5 Minuten. Jetzt kommt die Ananas dazu. Mit dazu kommen auch die Bambussprossen und die Mungobohnenkeimlinge. Das wird jetzt hier nochmal untergerührt. Das Ganze wird jetzt weiter angebraten bei mittlerer Hitze. Jetzt kommen die angebratenen Hähnchenbrustfiletstücke dazu. Zur Gemüsebrühe gebe ich die Knoblauchzehe, die presse ich hier einmal durch. Dazu kommt jetzt die Sojasauce, Tomatenmark und Honig. Das Ganze wird jetzt einmal verrührt. Die Soße kommt jetzt ebenfalls mit dazu. Jetzt muss noch alles mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt werden und dann ist es auch schon fertig. In der Zwischenzeit habe ich jetzt hier auch schon den Reis nach Packungsanweisung zubereitet. Der wird jetzt zusammen mit dem Hähnchen süß-sauer angerichtet und dann ist das Gericht auch schon fertig. Und schon ist das Gericht fertig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr weitere Videos sehen möchtet und keins mehr verpassen möchtet. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der Zubereitung, einen guten Appetit, dann bis zum nächsten Mal bei meiner Rezeptewelt. Tschüss!